Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier zurück zu meinem Kanal Spielewelt MV. Wir sind nach New York gereist und wir wollen uns jetzt mal die nächste Nebenmission in Angriff nehmen. Wir sind immer noch Sequenz 9. Ja, 9. Und nun sollen wir hier hin. Vater und Sohn, Sequenz 9, sag ich doch. Da, Mission starten. Ach so, hier. Okay. Okay, starten wir mal die Mission. Guten Abend, Connor. Es ist ja noch alles dran an dir. Hast du dich von den Schlägen erholt? Benjamin Church hat sich in einer verlassenen Brauerei in Wassernähe versteckt. Bis Sonnenaufgang sind wir fertig mit ihm. Gut. Ich möchte die Vorräte so bald wie möglich zurückgebracht haben. Natürlich. Ich will dich nicht von deinem sinnlosen Treiben abhalten. Dann komm mit, folge mir. Ja, wir sollen ja immer noch die Vorräte beschaffen. Und da arbeiten wir mal mit seinem Vater zusammen. Und, upa, hinterher, dann wollen wir mal sehen. Ja, in der Zwischenzeit, ich habe auch schon ein paar, will immer Schnellreisepunkte sagen, dabei sind es eigentlich ja nur Aussichtspunkte, die habe ich schon freigeschaltet. Habe auch schon ein paar kleine Nebenmissionen gemacht, hier irgendwie was mit Befreiung, wie das heißt. Upp. Okay. Folgen wir ihm mal. Das war einer von den Punkten, die ich hier freigemacht habe. So. Sag mir was. Du hättest mich beim ersten Treffen töten können. Was hat dich davon abgehalten? Neugierde. Noch weitere Fragen? Wonach trachten die Templer wirklich? Ordnung. Sinn. Richtung. Nicht mehr als das. Ihr seid es, die alles mit diesem Gefasel von Freiheit durcheinander bringen. Vor langer Zeit verfolgten die Assassinen ein edleres Ziel. Nämlich den Frieden. Freiheit ist Frieden. Oh nein. Sie ist Aufforderung zum Chaos. Sieh dir nur diese Revolution an, die deine Freunde begannen. Ich stand einmal vor dem Kontinentalkongress und hörte ihr Gestampfe und Geschrei. Alles im Namen der Freiheit. Doch es ist nur Lärm. Und deswegen begünstigst du Lee? Er versteht die Bedürfnisse dieser Möchtegern-Nation besser als die Holzköpfe, die behaupten, sie zu repräsentieren. Es kommt mir vor, als hättest du saure Milch getrunken. Das Volk hat seine Wahl getroffen. Es wählte Washington. Nicht das Volk hat gewählt. Es war eine Gruppe privilegierter Feiglinge, die sich zu bereichern suchten. Sie kamen geheim zusammen und trafen die Entscheidung, die ihnen passte. Oh, sie haben es in schöne Worte gepackt. Doch dadurch wird es nicht wahrer. Der Unterschied, Connor. Der einzige Unterschied zwischen mir und deinen Leuten ist, dass ich kein Mitgefühl heuchle. Tja, na denn. Hatem zu Benjamin Church Aufenthaltsfolgen. Der ist aber wieder fix unterwegs. Wir aber auch. Schon sind wir wieder da dran. Aber hier in AC 3 Remastered ist es nicht, eigentlich nicht wirklich besser, immer über die Dächer zu flitzen, wie bei Unity. Da war es auch doch angenehmer, weil hier waren keine Scharfschützen auf dem Dach. Aber wir folgen ihn kaum. Zack, zack, zack. Jetzt will er hier runter. Okay. Können wir auch. Können wir auch rutschen? Nee, können wir nicht. Einen Moment. Church, du gerissener Bastard. Was ist? Ich hatte vor, dich durch die Wachen zu schleusen, doch er hat sie durch Leute ersetzt, die ich nicht kenne. Ich sollte vorbeigelangen, ohne Verdacht zu erregen. Aber du? Nein. Entweder zusammen oder gar nicht. Was schlägst du denn vor? Ich suche eine Wache, die dienstfrei hat und nehme seine Uniform. Wie du meinst. Ich warte hier auf dich.
Natürlich tust du das. Oh, entschuldige. Willst du vielleicht, dass ich mitkomme und deine Hand halte, dir aufmunternde Worte zuflüstere? Als Kurtz Handlanger verkleiden. Beim Diebstahl der Söldneruniform nicht entdeckt werden. Da also, okay. Na, das kann ja was werden. Wir sollen nicht entdeckt werden. Noch sind wir ja inkognito. Also müssen wir da irgendwie, glaube ich, jemanden, schätze ich mal, niederstrecken, damit wir da rankommen und unentdeckt bleiben. Okay. Wir sind inkognito. Die, ich denke mal, die stören uns erstmal nicht. Ja, wir gehen mal ein bisschen schneller. La 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 la. Also das mit der Leertaste, das funktioniert doch schon. Ist jetzt nicht so gravierend, aber er geht doch schneller, als wenn man ganz normal geht. Habe ich jetzt das Gefühl schon gehabt, paar Mal. So, da sollen wir hin. Bin auch leicht abgelenkt, muss ich dazu sagen. Mein Stubentiger versucht gerade irgendwie hier eine Wespe zu fangen. Und das ist sicherlich nicht gerade angenehm, wenn man... Okay. Oh. Wir müssen ja echt aufpassen hier, wa? Dass wir hier nicht entdeckt werden. Haben wir die jetzt? Plündern. Okay. Oh, das haben wir gut hingekriegt. Supi. Das sollte reichen. Folge mir. Ja, machen wir doch. Halt, Fremde. Das ist Privatgelände. Was habt ihr hier zu suchen? Der Vater des Verstehens leitet uns. Dich erkenne ich, aber nicht den Wilden. Er ist mein Sohn. Ein wildes Früchtchen gekostet, ja? Frei mit euch. Hehe, der war gut. Ein wildes Früchtchen gekostet. Sequenz 0. Vater und Sohn. Haben wir alles erreicht. Wunderbar. Mann, das war ja mal eine kurze Mission, aber geht bestimmt gleich weiter. Na klar. Wäre jetzt, glaube ich, auch zu kurz die Folge, wenn wir jetzt aufhören würden. Benjamin Kirch konfrontieren. Können wir laufen? Nee. Können auch nicht schnell gehen. Nix. Wir müssen eigentlich nur immer hinterherlaufen. Okay. Dann konfrontieren wir ihn mal. Verschlossen. Gib mir einen Moment. Na klar. Es muss befremdlich sein, von meiner Existenz zu erfahren, wie du es hast. Ich muss sagen, ich bin neugierig, was deine Mutter von mir erzählt hat. Ich habe mich immer gefragt, wie mein Leben verlaufen wäre, wären wir zusammengeblieben. Wie geht es ihr eigentlich? Tot. Ermordet. Was? Das tut mir sehr leid. Es tut ihr leid. Sie verbrannte bei lebendigem Leib. Ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie mich fortschickte. Charles Lee ist verantwortlich für ihren Tod. Auf deinen Befehl. Und es tut ihr leid. Unmöglich. Ich gab keinen solchen Befehl. Sogar ganz im Gegenteil. Sie sollten die Suche nach den Vorläufern abbrechen. Wir mussten uns praktikableren Zielen zuwenden. Es geschah. Und ich kann es nicht vergessen. Benjamin Church. Ihr seid schuldig des Betrugs am Templerorden und der Missachtung unserer Prinzipien zur eigenen Bereicherung. In Anbetracht eurer Verbrechen verurteile ich euch zum Tode. Jetzt! Ihr seid zu spät. Church und die Ladung sind längst fort. Und ich fürchte, ihr werdet nicht in der Lage sein, ihnen zu folgen. Das sieht nach Kämpfen aus. Oh, oh. Wir wählten die Seite des Siegers! Oh, wir müssen boxen. Die Briten gewinnen diesen Krieg! Euch waren Prinzipien immer wichtiger als Profit. Vielleicht zerbröckelt euer kleines Reich genau deswegen. Na komm.
Einen schönen Traum hattet ihr da. Doch es war nie mehr als nur ein Traum. Seht, wie dieses Halbblut kämpft, wie ein wilder Hund. Bringt ihn mal lieber zum Schweigen, Jungs. Diese zwei, schnappt sie. Lasst ihn nicht entkommen. Packt ihn, den Indianer auch. Nein, wie soll er nicht? Schnappt sie euch. Den da, unseren Halbblut. Ich muss unbedingt mal wieder hier... Umstellt sie. Ey, Alter! Die sind voll tot! Ich will nicht tot gehen, diese Runde! Na! Das sieht schon wieder gar nicht gut aus hier. Oh, nochmal Glück gehabt. Hohohoho, und ich dachte, wir machen uns alle Ehre wieder. Wo ist Church? Ich sag's euch, alles was ihr wollt, aber versprecht mir, mich nicht zu töten! Du hast mein Wort. Er brach gestern auf nach Martinique, an Bord eines Handelsschiffes namens Welcome. Das halbe Schiff ist voll von den Sachen, die er den Patrioten gestohlen hat. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre. Euer Versprechen. Er hat es ja auch gehalten. Gehen wir. Oh oh. Was sagt unsere Lebensenergie? Alter, was ist das denn? Ich glaube, wir sollten hier raus. Das brennt. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Nein. So, ich glaube, wir müssen hier raus. Das ist er benommen? Und wir haben auch... Wir müssen schleunigst hier raus. Okay. Was du nicht sagst. Da lang. Folgen ihnen einfach mal. Halte! Halte! Hoch hier, komm! Der Moment zum Herumtrödeln. Witzbold! Witzbold! So nah und doch so fern. Ey, hier! Finde einen Weg um die Flammen ab. Ja, machen wir. Boah. Wieder sehr, sehr interessant. Komm zurück, ihr Verräter! Oh, es wird mir eine Freude sein, euch zu bestrafen. Das war, glaube ich, falsch. Hat Church euch gut bezahlt? Wurdet ihr angemessen entlohnt? Und was nützt euch euer Gold jetzt? Vielleicht müssen wir noch weiter höher. Magisches Gold vielleicht? Oder rum, das, ne? Aus dem das Fließ gesponnen wurde? Meint ihr, es schützt euch vor den Flammen? Ich dachte, ihr wärt für Fliege sicher. Warum rennt ihr dann vor uns weg, ne? Du solltest ihre Gesichter sehen, Sohn. Die Angst, die Panik. Müssen wir da hoch? Sogar nass gemacht. Ja. Ich werde ungeduldig, Connor. Ja. Wir sind schon da. Wir helfen dir, Vater. Häuschen oder was? Klemmt. Schau, ob du was findest, um es aufzubrechen. Okay. Connor? Was hast du vor? Oh, nein. Tu das nicht. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite... Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Ja. Jetzt wissen wir es. Ja, ein paar Momente zum Schmunzeln sind doch dabei. Church hat einen guten Tag Vorsprung. Wir müssen schnell sein, um ihn zu erwischen. Ich habe ein Schiff für uns. Triff mich am Kai, wenn du bereit bist. Der Schaum und das Feuer. Aha. Mission beendet. Wunderbar.
Volle Leistung, voll synchronisiert, das ist gut. Kann das notwendig sein, dass bla, achso, habe ich jetzt gar nicht gelesen. Ich denke mal, so was muss ich immer wieder, wenn ich das Video aufgenommen habe, nachträglich mir nochmal angucken. Ein bitteres Ende, Sequenz 9. Mission starten oder nicht? Ich denke mal, wir haben noch eine Viertelstunde. Das machen wir mal und dann komm. Ja, Mission starten. Sollen wir? So, neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Marinegemälde. Oh. Das sieht ja mal geil aus. Ist das jetzt Martinique? Könnt ihr mir gut vorstellen. Hier die Sturmvögel. Fregattvögel, so. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. Church und sein Habt etwas mehr Vertrauen. Schiffen. Er hat uns nie enttäuscht. Okay. Aber die Messlatte hängt auch nicht besonders hoch, oder? Hier durchmanövrieren. Wir sind näher, als du glaubst, Vater. Ach so, halbes Segel. Alles einholen. Oh, muss man wieder dran gewöhnen. Halbes Segel reicht. Sollte reichen, wir haben Wind von... Wo ist jetzt die Nordrichtung? Wir haben Nordwind. So, hier durch die Klippen segeln. Also sind wir auf dem Weg nach Martinique, denke ich mal. Da ist ein Schatz oder was liegt da? Können wir da plündern? Uah. Schiff Ahoi! Sind wir da schon ist richtig? Ist das die Welcome? Näher herankommen. Hey, und sie geht vor Anker. Okay, das ist es. Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Oh, schön. Aus, als wäre das Schiff verlassen. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Dann ihnen nach! Eine Falle. Wir brauchen mehr Fahrt. Volles Segel. Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Wir müssen erstmal hier rumkommen. Runter auf halbes Segel. Volles Segel wäre jetzt, glaube ich, hier zu schlecht. Weil in den ganzen engen Sachen hier. Jetzt können wir. Haben wir ein bisschen mehr Luft, mehr Platz. Oh, ganz schön weit weg. Limit für Abstand von 400, 500 Meter. Limit für Schäden durch Kollision 20%. Beeil dich! Wir werden keine zweite Chance bekommen. So, jetzt wieder. Oh, steife Brise. Komm hier durch. Komm. Gib alles. Manchmal ist weniger mehr. Gerade wenn hier diese engen Gassen kommen. Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Doch, wir sind schon dabei. Alter! Genau. Diese Winde sind ja auch sehr windig hier. Windig? Nee, ich meine jetzt. Sind schon extrem. Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Genau, da steht es ja schon. Treffe die Segel, um mehr besser manövrieren zu können. Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht, so wie du segelst? Ich war nie Kapitän! Ich war nur Crewmitglied! Schneller, Connor!
Wir müssen schneller werden! Ja. Oh, waren wir jetzt gerammt? Wir können ja auch nirgendwo? Nicht wirklich? Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt! So, jetzt. Sie fährt zwischen den Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß! Wir müssen außen rum! Okay. Wir haben volles Segel gesetzt. Gott verdammt! Wir verlieren ihn noch! Wir fahren jetzt hier geradeaus. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerdrücken uns sonst! Die Strömung hier ist schnell! Wir haben noch eine Chance! Genau. Wenn jetzt nicht der Wind hier wäre. Aber die Strömung wird uns retten. Wir haben volle Breitseite vom Segel. Vom Wind. Feindliche Schiffe nähern sich! Oh oh. Waffen bereit machen! Wir werden das Feuer erwidern! Church nutzt den Angriff als Deckung! Versenkt ihn, bevor er flüchtet! Schickt den Bastard auf den Meeresgrund! Ach, der ist dazwischen. Oh, nein, ich wollte es nicht. Das Schiff darf nicht sinken. Die Ladung ist äußerst wichtig. Wie war denn jetzt nochmal? Mit der Kanone, wie war denn das nochmal? Schnapp ihn, Connor! Oh. Muss ich echt mal wieder jetzt... Deckung stoppen, volles Segel. Lass Church nicht entkommen! Ah nee, falsche Taste. Och man. Einfach nur loslassen, so war das, ne? Okay. Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Wunderbar. Du hättest doch mich hören sollen! Er ist so gut wie weg! Na komm, nochmal. Oh, vor uns ist eine Klippe. Wunderbar. Wunderbar. Einen haben wir doch noch irgendwo, ne? Oder? Dahinter. Hinter den großen. Komm, die Trebrasse noch mal eingeben. Jetzt, los, komm. Immer noch nicht. Trebrassen bereit. Feuer. Cool. Um Kettengeschosse zu wechseln. F halten, achso. Warte mal. So, jetzt. Ich habe nichts dagegen, dass du ihn versenkst, mein Sohn. Wolltest du das Schiff nicht kapern? Ja, wollten wir nicht. Oh, Alter. Wie war jetzt das nochmal mit dem F halt, um die Kämpfe zu wählen? Halten und los. Alter, kommen wir hier durch? Wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Drehen, 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 drehen. Gut. Oh.
Oh, das wird interessant. Oh, Alter. Machen wir es gut oder nicht? Könnt ihr mal reinschreiben in den Kommentaren. An Bord des Kriegsschiffs gehen, okay. Dann hätten wir das erledigt. Dann können wir ja kurz gleich Segel nehmen, runternehmen. Männer, bereit zum Ende! Bereit zum Ende! Oh, was ist mit ihm hier? Was ist schlecht? Tust du denn? Ich beende es. Oh Mann. Festhalten. Okay. Er will's beenden. Sichert die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehmassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Auf den Bugfesten! Sollen wir ihn jetzt verhindern, dass er ihn umbringt, oder sollen wir ihn töten? Mal sehen. Die Offiziere an Bord des Schiffes eliminieren. Okay. Zack. Wir rennen mal hin. Okay, da kommen wir nicht durch. Schießen können wir nicht, leider. Oh oh. Okay, der ist weg. Nächsten. Hey, Alter, durchlassen hier. Können auch später noch kloppen. Lass mich erstmal in Ruhe. So. Immer mit dem Attentat, wenn es geht? Nee, doch nicht. Schade. Haben wir? Yay! Erledigt! Cool! Wir werden langsam besser! Moment, lass mich mal durch. Wir wollen zur Kapitänskajüte. Hat sie doch bestimmt versteckt. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Irgendwas haben wir gerade nicht erfüllt, habe ich gerade gesehen. So ganz kurz aufblitzen lassen in Rot. Aber was? Fragt mich nicht. Vielleicht zu langsam, oder? Hm? Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Einen Traum, den du zerstören wolltest. Und dafür... Mein gefallener Freund, wirst du nun bezahlen! Aha. Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Nein, das wirst du jetzt tun. Ich frage nochmal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben. Oh, wie praktisch.
wir arbeiten. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zamanios Ginaa, nek diahne de Gantu Tidogaske. Das war richtig. Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm! Du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Ja, ob wir das wollen? Na klar. Bei 2 von See her. Erfolg freigeschaltet. Mission beendet. Alles voll? Nein, irgendwas haben wir dafür übersehen. Ist nur die Frage, was. Aber okay. Das sei jetzt mal dahingestellt. Vielleicht. Oh. Sequenz 9 ist beendet. Ja. Und da sage ich mal, guck mal, es geht von alleine weiter hier. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem Genie? Und Zuri? Welche Rolle spielen wir denn? Bleibt mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Haytham mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Ja, und was wir in New York machen können, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt mich gerne weiter und schaut auch gerne mal in meinen anderen Projekten nach. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, schönes Wetter und ja, genießt sie vor allen Dingen. Und liebe Grüße mal an euch rausgeschickt, an Rob, Daddy und die AK Anne. Ja. Das soll es denn gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein. Schaui, schaui. Euer Terra.